Sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, der packt es. Macht er denn überhaupt Schaden? Ach ja, wird schon schief gehen. Okay, Mom, wir gehen. Oh, mein Gaul, Alter. Immer das Gleiche. Haut immer ab, das Drecksfee. Diese Ausbildung ist grausam. Nicht grausam, effizient. Die besten dieser Jungs schließen sich der Kryptier an, werden zu Hütern des Friedens und zu Wächtern in der Nacht. Wächter in der Nacht? Einer der Gründe, warum Sparta sich nie ändert. Es gibt Regeln, strikte Regeln. Spartiaten beherrschen Lakonien, doch die meisten Einwohner sind Heloten. Versklavte Bauern, die die schwere Arbeit verrichten. Sklaven? Warum rebellieren sie nicht? Spartas Felder ernähren sie und Spartas Krieger beschützen sie. Erst vor den Persern und jetzt vor den Athenern. Und wenn sie aufbegehren, stellt die Kryptia den Frieden wieder her. Ich verstehe. Die meisten bringen große Opfer für Behaglichkeit. Die meisten. Nicht alle. Ich hätte nie gedacht, dass ich je nach Sparta zurückkehre. Es ist so friedlich und irgendwas noch, aber du warst einfach am Arsch. Ach, da jetzt reinhämmern einmal alles an Massenkill. Multikill. Kill, 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 kill. Mama, warte doch, ich bin nicht so schnell, Mama. Wow, mal gucken, ob die Kleinen das überleben. Hi. Das war der erste und letzte Ort, an dem ich mich je sicher gefühlt habe. Sobald du alt genug warst, ein Speer zu halten, hast du von früh bis spät auf diesem Hof geübt. Nikolaus war nur schwer zufriedenzustellen. Er verbarg seinen Stolz vor dir. Doch er sagte jede Nacht zu mir, sie wird Sparta Ehre machen. Er war ein grausamer Mann, trotz allem bin ich dann... ja, kann man sagen. So sehr ich ihn für seine Taten auch hasse. Ohne seine Lektion wäre ich nicht die, die ich heute bin. Mein Herz brach an diesem Tag. Doch zum ersten Mal seit langem stehe ich hier mit dir und glaube, dass es wieder verheilen kann. Ich auch. Weißt du noch, wie du deinen Bruder das erste Mal hieltst? Ich hatte Angst, ihn zu zerbrechen. Ich stapelte alle Kissen und Decken, die ich fand, um mich herum. Und du hieltst ihn so fest, dass ich dachte, du würdest ihn erdrücken. Er wurde stärker, als wir dachten. Hi. Die Götter müssen mir wohl einen Streich spielen. Brasidas. Schön, dich zu sehen, Brasidas. Es ist lange her, dass ich dich aus dem brennenden Lagerhaus in Korinth gerettet habe. Das habe ich anders in Erinnerung. Du siehst gut aus, Brasidas. Die Gerüchte sind wahr. Du lebst! Viele Totgeglaubte atmen immer noch. Als ich von eurer Heimkehr hörte... Wir sind in Sparta, aber noch nicht zu Hause. Wir wollen unser Haus zurück, Brasidas. Euer Heim wurde nach Nikolaus' Verschwinden von Sparta konfisziert. Sie warten darauf, dass sein Adoptivsohn es einfordert. Aber er ist noch nicht aus dem Krieg zurück. Stentor? Ich wusste, ich hätte ihn am Strand töten sollen. Wie können wir es zurückbekommen? Ihr müsst mit den Königen über euer Bürgerrecht verhandeln. Das wird nicht leicht. Warum nicht? So froh ich auch bin, euch zu sehen, die Könige sind es nicht. Besonders Archidamos. Euer Abgang aus Sparta war nicht besonders... elegant. Du meinst, weil ich ihm die Nase gebrochen habe? Du hast was? Vergessen hat er es jedenfalls nicht. Aber ich habe eine Idee, wie er vergeben könnte. Raus damit. Spartanische Soldaten liefern Waffen an Heloten. Wer diese Verräter beseitigt, verdient sich Respekt. Mhm. Warum bei Hades sollten Spartiaten Heloten helfen? Es gibt weit mehr Heloten als spartanische Bürger. Doch sie sind ohne Anführer. Es sind Erntehelfer, Diener und Lehrlinge. Wenn sie jemand vereinen, bewaffnen und ausbilden würde, wären sie eine echte Gefahr für Sparta. Aber du sagtest, es waren Spartiaten, die sie bewaffnet haben. Noch ein Grund mehr und schnell darum zu kümmern. Finde heraus, wofür die Heloten bewaffnet werden. Dann hast du die Aufmerksamkeit des Königs. Ah, okay. Wo finde ich diese Spartiaten? Sie wurden zuletzt im Marmorsteinbruch von Gorani in den Wäldern am Eurotas gesehen. Okay. Also suche ich diese Soldaten. Und was dann? Spartiaten sind ihrem Befehlshaber treu ergeben.
Schalte ihn aus, dann zerstreut sich der Rest. Und die Waffen? Okay. Vernichte sie. Die Heloten haben genug Unheil mit Schaufeln und Sicheln angerichtet. Das Letzte, was Sparta braucht, ist, dass sie Schwerter tragen. Okay. Also, um unser Haus zurückzubekommen, muss ich den spartanischen Befehlshaber ausschalten, der eine sinnlose Rebellion anstiften will. Das klingt nicht allzu schwer. Triff mich im Thronsaal, wenn du fertig bist. Okay. Und wo wirst du sein? Hier habe ich dich großgezogen. Und hier zog Leonidas mich groß. Ich werde sein Grab besuchen, gleich hinter dem Anwesen. Auch du solltest ihm Respekt zollen, bevor du losziehst. Ich versuch's. Okay. Quest abgeschlossen. Trottesheim, Glück allein. Hopp, mach mal mehrere Quests. Okay. Ich wollte faul sein. Sprich mit Mirene. Ja. Triff Brasi das. Halt gleich hinterm Anwesen, hat sie gesagt. Müsste eigentlich schon hier sein, aber vor allem will ich noch den Schnellreisepunkt mir holen. Ist das Grab da oben? Ne, sieht aus wie ein Haus. Sag mal, geht's hier eigentlich wieder hoch? Ich habe mal null ausgehen in der Stadt, ne? ja. Haus des Anführers, neuer Ort. Das ist der, das mal. Hinterm Haus. Ich weiß, was die alte raucht zwischenzeitlich. So, genau, kletter mal hoch. Kurz einen schönen Reisepunkt holen. Tempel der Athena Kalakis entdeckt. Ach. Ich will keine Befehlshaber ausstellen, ich will einen schnellen Reisepunkt. Geh weg. Hoffentlich gibt es jetzt keinen Stress, wenn ich hierher komme. Nee. Perfekt. Und hoch, und hoch. Hier? Nee, kein Synchropunkt. Okay. Hier Synchropunkt. Nee. Aber hier. Auch nicht. Jetzt fick dich doch. Wo ist denn der hin? Okay. Gibt's hier auch mal einfach verschissen mal einen normalen Weg hoch? Kann nicht wahr sein. Ich glaube, ich muss ja komplett hochklettern, habe ich das Gefühl. Ja, verpiss dich. Halt die Fresse. Ich muss jetzt hochklettern. Ich will nur den Schnellreisepunkt. Mehr will ich doch... Ach, da ist er. So, jetzt. Dankeschön. Sparta entdeckt. Ja, jetzt mach ich näher ab. Man kann es leider nicht überspringen, sorry. Tempel der Athene Kalkiokis entdeckt, okay. So, dann kommen wir jetzt zu Mama. Aber du bist wieder ein Theater, cool. So. 260 Meter, bitte. Vor allem, die sagt, hinterm Anwesen. Das ist aber vorm Anwesen, weil das Anwesen ist das Gebäude selber. Wenn ich davor stehe... Ja, egal, ne? Ja, ich glaube hier drüber. Guck mal. Ich gebe einen Fick auf den Glauben. So. Brüste! Instant-YouTube-Sperre. Oh, Mann. Das ist... Ja. Lächerlich manchmal. Was, Opa? Nee, geh weg. Da vorne haben wir auf jeden Fall noch eine Aufgabe. Wie wir sehen. Boah, ich glaube nicht, dass das was großartig ist. Ah, das könnte Leonidas sein. Ist ja voll vorm, voll hinterm Anwesen. Matsch, wow. Großvater war ein wahrer Held. Vielleicht errichtet man mir irgendwann auch eine Statue.
Mama? Leonidas. Er war Spartas letzter wahrer Held. Wir alle würden jetzt unter dem Joch der Perser leben, wenn er nicht gewesen wäre. Dasselbe Blut fließt durch deine Adern. Ja. Also haben wir königliches Blut in uns. Du bist so viel mehr als eine Söldnerin. In dir fließt das Blut von Helden, mächtiges Blut. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Nee. Dass manche diese Macht für sich beanspruchen wollen? Und du hast versprochen? Dass ich es nicht zulasse. Erhebe deinen Speer. Und töte mich. Zeitreise. Das ganze Gerede über die Pythia. Die Pythia. Mir ist egal, was sie sagt. Genug! Wir haben genug von deinen Frechheiten. Sparta zieht nicht in den Krieg. Die Pythia hat gesprochen. Die Pythia sagt nur, was ihr ihr einflüstert. Sie ist schon viel zu lange eure Marionette. Es ist an der Zeit, die Fäden zu zertrennen. Oh, Leonidas. Die Zeit der Helden ist vorüber. Glaubst du, dein Blut macht dich besonders? Wenn wir deine Adern öffnen, ergießt es sich über den Boden und verschwindet in den Fugen. Du bist ein Niemand. Bei dir aber auch. Ich lade euch ein, es zu versuchen. Oh ja, oh ja, oh ja. Dein Schicksal ist besiegelt, Sohn des Löwen. Xerxes wird uns einen. Er bringt Ordnung in das Chaos. Trotze der Pythia und alle, die du liebst und alles, wofür du stehst, wird untergehen. Jungs, geht mal weg. Sammel die Männer! Mein König? Wenn Xerxes Sparta will, muss er an mir vorbei. Ja, richtig so. Unglaublich. Und, kannst du es jetzt verstehen? Was soll ich tun? Wir müssen unser Schicksal akzeptieren. Wenn wir den Kult nicht aufhalten, bevor es zu spät ist, war alles, wofür Leonidas kämpfte und starb, umsonst. Unser Blut erhob sich gegen jene, die uns versklaven wollten. Es muss sich wieder erheben. Sieh mal einer an, Mutter und Tochter, endlich wieder in Sparta vereint. Und seht euch an, Göttinnen unter Sterblichen. König Pausanias, welche Ehre. Ich war bestürzt, als ich von eurem Vater erfuhr. Ja, unsere Väter wären stolz, uns hier heute zu sehen. Ihr erinnert euch an Kassandra, mein König? Wer tut das nicht? Das Mädchen, das starb, um ihren Bruder zu retten. Welch eine Tragödie. Ein unschuldiges Kind zu Tode verurteilt durch ein altes, erbarmungsloses Gesetz. Ich war nicht die Einzige, die zum Tode verurteilt wurde. Sparta hat mich für schuldig befunden. Alt und erbarmungslos? Sparta lebt und stirbt nach diesen Gesetzen. Doch ihr kommt mir progressiver vor. Und du kommst mir vor, als hättest du mit den Athenern verkehrt. Ich war auf ein oder zwei Symposien. Wie auch immer, dein Verlust hat Sparta geschwächt. Euer beider Verlust. Zwei Gründe mehr, warum sich diese Gesetze ändern müssen. Ah, ich stimme zu. Aber König Archidamos? Könnte er allen Einwohnern das Gesetz in die Brust ritzen? Er würde es tun. Ich musste mich mein ganzes Leben lang vorsehen. Wenn Sparta wieder meine Heimat werden soll, dann soll es ein friedliches Sparta sein. Frieden? Um welchen Preis? Wenn Spartaner nicht töten, dann üben sie das Töten. Und wenn sie nicht gerade Krieg gegen Athen führen, dann führen sie Krieg gegen ihr eigenes Volk. Doch wir sind nicht hier, um über die Toten zu reden, oder? Wir wissen, dass Sparta unser Haus konfisziert hat, nachdem was meinem Vater in Megaris zugestoßen ist. Wir wollen es zurück. Hüte deine Zunge, Kind. Auch wenn du lange nicht mehr in Sparta lebst, bin ich immer noch dein König. Wir bitten höflichst um eine Audienz bei euch und König Archidamos. Wegen der Wiedereinbürgerung und der Rückgabe unseres Hauses. Natürlich. Nichts wäre mir lieber.
Archidamos hingegen hat dir noch nicht verziehen, was mit seiner Nase passiert ist. Wie könnten wir ihn umstimmen? Es gibt Gerüchte über einen Helotenaufstand und die Kryptia gießt Öl ins Feuer. Sie ermorden Heloten, stehlen ihr Vieh und lassen Leichen auf offener Straße verwesen. Die Kryptia steht für die größten Erfolge von Spartas militärischer Ausbildung. Durch ihre Disziplin und Furchtlosigkeit ist Sparta in aller Welt gefürchtet. Früher. Die heutige Kryptia ist korrupt und blutrünstig. Knaben auszubilden, um Bauern zu töten, erfüllt mich nicht gerade mit Stolz. Du willst doch dein Haus zurück, oder? Gut. Zeig den Heloten, dass wir das sinnlose Abschlachten ihres Volkes nicht länger unterstützen. Und wo finde ich die Angehörigen der Kryptia? Einen findest du in der Festung auf der Landspitze von Zarax. Ein anderer bewacht das Haus eines Anführers. Der dritte ist schwerer zu finden. Er wurde in einem der Dörfer westlich der Helos-Hügel gesehen. Er ist definitiv der lauteste der drei. Meine Mutter sprach von der Kryptia. Was könnt ihr mir über sie sagen? Sie sind die Verborgenen. Handverlesen in jungen Jahren. Sie werden isoliert und ausgehungert, müssen stehlen und töten, um zu überleben. Wenn sie die Ausbildung überstehen, werden sie die Leibwache des Königs. Und warum soll ich sie töten? Früher sorgte die Kryptia für Frieden zwischen Heloten und Spartanern. Aufwiegler und Unruhestifter unter den Heloten wurden ruhig gestellt. Doch zuletzt hat die Kryptia Männer, Frauen und Kinder ohne Grund und ohne Gnade ermordet. Kinder wurden den Müttern entrissen und an die Wölfe verfüttert. Die Kryptia ist eine Brutstätte für grausame Wilde geworden. Krass. Gibt es etwas, das ich über König Archidamos wissen sollte? Traditionell, brutal, langweilig. Archidamos sind alte Werte wichtiger als das Wohlergehen seines Volkes. Er stand auf Seiten der Ältesten an jenem Tag im Taygetos-Gebirge. Mhm. Wenn wir dadurch unser Haus zurückbekommen, werde ich es tun. Für Sparta. So, dann sprechen wir mal kurz. So, hallo, wer bist du? Du gehörst nicht zu meinen Soldaten. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, hier zu sein. Wir Spartaner halten zusammen. Deshalb bin ich hier. Ja, spartanisches Blut ist, was zählt. Sieht aus, als könnte dir dieser Sieg Ruhm einbringen. Das ist der Lohn für Geschick und Mühen. Der spartanische Weg. Vom Sklaven zum Feldherrn, der im Blut dieses Krieges badet, während unsere Anführer sich mästen und herausputzen. Die Polemarchen glauben, das wird ein einfacher Sieg. Ich beende diesen Krieg zu meinen Gunsten. Hast du eine Strategie? Die Polemarchen der Athener sind gelähmt und unentschlossen. Sie dienen zu vielen Herren. Deshalb reagieren sie langsam. Und da kommst du ins Spiel. Töte die Polemarchen. Ich brauche freie Bahn für meine Truppen. Du brauchst das gar nicht, oder? Okay. Das werde ich tun. Die Befehlshaber sind schon so gut wie tot. Bring mir ihre Athena-Siegel als Beweis. Du wirst für deine Mühen belohnt werden. Okay. Dä. Nä. Wenn Archidamos an alte Werte glaubt, wird es dann nicht zu Konflikten mit Pausanias führen, wenn ich seine Kryptia töte? Manchmal vermisse ich Kephallenia. Da war das Leben einfach. Auch wenn Markos ein Vollidiot ist. Ei. Mich würde es halt wundern, wenn wir dann irgendwann wieder treffen, denn Markos, das ist manchmal so ein Affenschädel, du. Seine Narkonien, er ist im Dorf, verdoten, könnte zum Ausstand verleitet werden. Ah, okay. So, dann laufen wir kurz mal hoch, weil mir nimmt gerade noch ein Busy auf und dann muss ich kurz nach der Spülmaschine gucken und muss mir was zum Trinken holen und ja. Darf ich da überhaupt rein? Schaff dich weg, Mietklingel, und zwar sofort. Nein, darf ich nicht. Heute nicht, du Wurm. Verschwinde von hier. Ach Mann, das war doch so gar nicht geplant. Da ist sie. Nee, Lüge. Folgt er mir? Ja, der folgt mir. Aha, so ein Affe. Jetzt hab ich sie! Nee!
Kein Spartaner, ich will keinen umlegen. Es gibt nur wieder Stress. Für Sparta, cooler Vogel. Und eben kommt jetzt einer mit weg. Forget. Gibt es eine Spur? Gar nichts. Weitersuchen. Wir wollen nicht überrascht werden. Wir finden jedes Versteck. Verpisst euch. Ja, geht. Hast du endlich eine Spur? Überhaupt nichts. Na los, weiter, such schon. Aber ja. Ich verziehe mich mal danach hinter. Finde und töte den abtrünnigen Krypta-Mitglieder. Es ist nicht so einfach. Entdeckung. So, Thema erledigt. Ah, schade, ich hab doch die Hälfte im Seil fest. Tü. 1500 Meter, 1100. König von Sparta, Cassandra musste Spartas König überzeugen und die bürgerliche. In die Schicksalfte Nacht. Okay, da können wir eigentlich mal hingehen. Wir auch schon in der Nähe sind, bevor wir so weit weglaufen. Dann laufen wir hier links. Die nächste rechts. Ach, wenn man sich im Dorf nicht auskennt. Eieieiei. Lass mal da runterlaufen. Ich will halt versuchen, einen normalen Weg zu gehen. Einfach mal einen normalen, verschissenen. Oh, wen haben wir da? Ja, 68. Okay. Ist okay, Digga. Läuft. Gut, wir haben schon mal einen Platz gemacht, da etliche Level up und so, aber das. Das war böse Arbeit. Das hat lang gedauert. Ich glaube 10, 12 Minuten, bis er platt war. Einfach ist anders. Die zwei Könige aus Sparta. Na, echt jetzt? Ja, aufpassen, dass die Jungs nicht erwischt. Okay. Ne, ich will reden, ich will durchsuchen, danke. Kann man jetzt reden? Hab ich geholfen. Da bist du ja. Ich kann dich mit zu den Königen nehmen, wenn du bereit bist. Was muss ich noch wissen, bevor ich eintrete? Stimmt ja. Du hattest noch nie eine Audienz bei den zwei Königen. Sehe. Ich kenne Pausanias. König Pausanias. Ah, wirklich? Die Könige Pausanias und Archidamos herrschen gemeinsam. Beeindrucke sie, dann erhaltet ihr euer Haus zurück. Ich erwarte nicht, dass es angenehm wird. Was kannst du mir über Pausanias sagen? Er ist jung. Verwechsle sein Lächeln nicht mit Nettigkeit. Er ist ein König und wer ihm in die Quere kommt, wird es bereuen. Okay, und Archidamos? Was sollte ich über Archidamos wissen? Archidamos ist ein Traditionalist. Er geht keinem Kampf aus dem Weg. Und er hat Temperament. Bring ihn bloß nicht gegen dich auf. Okay, feiern. Warten macht es nicht einfacher. Sie werden nicht erfreut sein, wenn du um einen Gefallen bittest, ohne etwas dafür getan zu haben. Wie die Soldaten auszuschalten, die die Heloten bewaffnen. Achso, nee. Du hast recht. Das darf nicht schiefgehen. Ich komme wieder. Todesfall, weil ich heiße Leder. Gut, dann machen wir halt erstmal das.
35. Darf ich mitnehmen? Darf ich mitnehmen? Und darf ich mitnehmen? Sehr schön. Oh, wir können aber noch ein paar Sachen unterwegs entdecken. Wir können dann sogar unseren Flammenpferd holen. Hallo. Was? Verschissener Gaul. Hä? Seid ihr blöd? Dürfen wir eigene Pferde von der Hintern schießen, wenn du alles abhaut? Nein, seid ihr blöd. War ein Hundi wieder. Wuff, wuff. 13 Holz. Ja, das ist okay. So, was haben wir hier? Eberkampfverein. Was? Ein geiler Eberkampfverein. Kopfschuss. Easy. Ja, Hammer. Also, ja, ja, ja. Komm, Pferdchen. Dankeschön. Die tun uns nichts, da ist alles okay. Oh, Holz. Ja, jede Menge Holz. Da bin ich mal gespannt, ob das dann alles klappt, wenn wir da die Freaks erledigt haben. Und dass sie uns dann unser Haus zurückgeben. Würde mich freuen zumindest. Gibt's da irgendwas? Nö. Gar nichts. Bäh. Widerlich. Kein Loot. Nothing. Wir haben was für Feuerfest. Ja, lange Reitwege. Da fällt einem. Ja, was willst du jetzt reden? Wir rennen halt hier, laufen wieder oder reiten hin, geben dem Typen Kopper. Ah, und dann war's das wieder. Ja, hier, Spiel, damit du glücklich wirst. Kryptier. Kryptier? Vielleicht kann man mit dem reden. Pebbles bleibt mal hier. Hört gut zu! Ich werde das nur einmal sagen! Was denn? Hört gut zu, ich muss da einmal sagen, wo ist das Pferd? Da. Also in der Nacht zu finden ist halt echt easy. Fällt ein bisschen auf. Doch, ich hasse es. Es lauft doch, sprinte. Weißt du, wenn es eine Ausdaueranzeige oder so hätte, wenn Kinken kam, Deliverance. Okay, kann ich verstehen. Das ist dann, ne, schöpft es, sich erholen muss und so ein Shit. Das fehlt halt. Aber Ubisoft ist auf einem guten Weg und ich hoffe, die kriegen das mal noch geritzt. 300 Meter, 370. Ein Fragezeichen. Ein mysteriöses Fragezeichen. Vielleicht ist auch wieder irgendein komischer Zyklop oder sowas. Widerlich. Oh, da gibt es eine Landzunge, würde schon sagen: Bitte, bitte nicht übers Meer fahren oder so. Und da haben wir kein Boot oder sowas, da ist er zum Kotzen. Ah, geht da, davon haben wir da ein Landstück. Und wir hätten auch Bötchen da. Okay. Graben eines vergessenen Helden. Okay, antike Stelle finden. Stele. Stele, nicht Stelle, sondern Stele. Ach, mach mal Licht. So, natürlich würde ich ein Loch einschlagen, so wie immer. Und dann aufpassen. Okay, keine Schlange. NYPD. Zugriff. Dankeschön. Weh, Schlange. Mach mal Licht. Hallo. Danke. Okay, so eine Falle im Boden. Geht es? Das Vorbeisneaken? Ja, das geht beim Vorbeisneaken. Okay. Hallo? Na? Bei dem hat's geklappt. Bisschen randrücken.
Okay, ist auch nix. Ich war kurz, bis sie runtergebrannt ist. Dankeschön. Ich finde es ja merkwürdig, dass die Fackel, wenn sie auf der Schlange drauf liegt, so. Ja. Schwach leuchtet. Wissen wir eigentlich auch schon mal, dass wir hier waren, falls wir lang laufen und irgendwas abpeilen? Oh, es sind sein, danke. Ja, es sind schon mal so viele Schlangen. Nee, aber nicht die guten Pfeile. So. Gut. Sehr schön. Ja, wir können wahrscheinlich hochklettern. Ja, ja. Klar, logisch. So. Mitnehmen, danke. Ich freue mich hier, wie die Schlangen hier überleben, aber ist egal. Ist nicht unsere Logik. Spinne oder sowas? Von mir aus. Jetzt brennt sie auch noch, die Alte. So. Achso, sie vorziehen. Okay. Stirb. Danke. Ich heb's doch auf. Mach Licht. Danke schön. Hä? Ah, okay. Bin jetzt halt im Kreis gelaufen. Gut. Ah, Schlange. Da waren wir auch noch nicht. Und ist tot. Aufheben, danke schön. Licht anmachen, danke schön. Und da haben wir das Teil schon. Cool. Tada! Kryptalmitglieder töten. So, ja, mach sauber, putz ein bisschen. Schlecht texturierte PNG-Teil da. Ich glaube, nee, dran vorbeigelaufen bin ich nicht. Da habe ich mir auf jeden Fall einen anderen Weg gelaufen. Naja. Und die Katze schon wieder. Ey, die geht mir gerade echt zur Zeit so auf den Sack. Bella, ich habe keine Angst, die hat. Welch, mit der wird gekuschelt, wird geknuddelt, die hat zum Futtern, da geht's gut. Die hat auch nicht irgendwie irgendwas und trotzdem flennt man da ganze Zeit rum. Pferd, herkomm. Danke. Wir müssen da lang. Wahrscheinlich werden wir da unten gebeten, irgendwelche Athener-Schiffe zu versenken. So wie immer halt. Nichts Neues. Ach, da oben, okay. So, was soll man machen, gute Frau? Kann ich dir heute behilflich sein? Kannst du mir vielleicht ein Gerücht bestätigen? Ich hörte, Myrine vom Haus der Argeiaden sei zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade jeder wissen sollte. Die Gerüchte sind falsch. Myrine von Sparta wird nie hierher zurückkommen. Den Göttern sei Dank. Ich raubte eine Vase aus ihrem Haus. Sie wurde von einem Befehlshaber konfisziert. Ich wäre tot, wenn das herauskäme. Aber ich sage es dir, ihr Haus ist die reinste Schatzkammer. Also soll ich sie für dich herholen? Ja. Und zwar koste es, was es wolle. Regel das selbst. Überleg. Beklaut unsere Mutter, Alter. Ist das geil. Ich dachte so, Bist mal vorsichtig, ne? Weiß ja nicht, was passiert.
Hat ihr unsere Alte beklaut? Ich raste aus. Hey. Ach, Pferd. Jetzt bleib doch mal da, du Mischvieh. Sorry, aber das regt auf. Da ruft man das Pferd her und es haut ab. Weißt du, wie heißt es nochmal? Blötze. Bei Witcher 3. Ne? Da war es ja eine Sache. Das Pferd ist wenigstens hergekommen, ist nicht abgehauen. So. Läuft aus dem Pferd zu, kommt ganz bis hergekommen, aufgestiegen, alles cool. Jetzt rennt er wieder von dir weg. Und das ist aber gerade nur nervig, dass sowas kommt. Soll es doch einfach stehen bleiben, das Mistvieh, echt? Nummer 8, dann nehmen wir zu wenig Schaden. Wir reiten einfach dahin. Ah, guck mal, Bildchen. Kann man eigentlich auf so ein Boot draufgehen? Einfach so, okay? Das wäre natürlich auch interessant. Da jetzt hochklettern. Ah, am Seil. Hochziehen, traumhaft. Festung von Breisei. Athene Bildchen. Also wie da die Luft ist, bestimmt auch sexy. Schöner Urlaubsort. Da oben wird inzwischen ein Hotel sein, ne? Zur heutigen Zeit. Das von der Insel noch so existiert. Und das Stück da hinten, wo wir rübergelaufen sind mit unserem Pferdchen, wird wahrscheinlich schon überflutet sein. Weil der Meeresspiegel angestiegen ist. Polarmacher Befehlshaber ausschalten. Ja, deswegen bin ich gerade nicht da. Jetzt, hallo, lauf doch, du Gehbirner, die Kurve da. So, das sind Gefangene. Haben die eine Alarmanlage, wo ich drauf achten müsste? Scheint nicht so. Da drüben ist er. Wir haben gute Pfeile, sind auch voll aufgeladen. Das heißt, ein paar Schüsse können wir abfeuern. So, erledigt. Wenn er schon vorbeiläuft? Ne? Why not? Hey, ist ihm doch das Eisen mit, Alter. Die fragen sich gerade zwar, was abgeht, aber ist ja egal. So, Questies. Sammler Athener Siegel. Polarmacher sind Athener Festungen. Okay, das ist eine Langzeitaufgabe, das Gefühl. Der Verräter und seine Truppen sind in Lakonien. Echt jetzt? Da drüben. Okay, dann reisen wir kurz schnell hin. Jetzt. Hallo? Jetzt merke ich es direkt. Ach, traumhaft. Aber. Sehr gerne, Mann. Es war meine Rolle, gespielt haben zu dürfen. Nee. So was ist nicht geplant. Was ist das nicht? Wir sehen uns beim. Ach, nächstes Mal wieder. Wenn das Free Lord ist, ja, ich bin auf den Sack. Da sind sie. So. Like, teilen, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.